Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 Ultimate Team. Im letzten Part haben wir ein Unentschieden gespielt, obwohl wir eigentlich gewinnen hätten müssen, weil wir besser waren. Egal, wir brauchen nur noch ein Unentschieden oder eine Niederlage. Dann haben wir die Saison beendet und kriegen satte 7300 Münzen. Das wäre geil. Wenn wir aber gewinnen sollten, könnten wir sogar noch den Aufstieg schaffen. Also, schauen wir mal. Let's go. Was wir hier für ein Spiel abliefern. Mit unserer brasilianischen Mannschaft. Die hier seht ihr jetzt zum allerersten Mal im Einsatz. Mal gucken, wie sie sich schlägt hier. Gegen den da. Eigentlich wollte ich euch heute Pokal zeigen, aber naja, muss ich halt das mal ein anderes machen. Nasri. Sturridge. Also ich kann euch jetzt schon sagen, wenn ihr auf jemanden online trifft und der eine englische Mannschaft hat, dann hat der zu 99% der Fälle definitiv Sturridge vorne im Sturm. Denn den 1% bin ich. So habe ich irgendwie das Gefühl. Ich bin der Einzige, der den Teke vorne im Sturm hat. Die anderen haben nur Sturridge, weil Sturridge ist übelst schnell. Und deswegen haben die viele in der Mannschaft. Also krass viele Leute, die in der Mannschaft haben. Wie geht sich doch meine Mannschaft. Platz 2 kriegen wir vielleicht irgendwann noch kaufen. Und in der Verteidigung noch Thiago Silva. Viele haben auch Tschechien vor. Gegen die kommen ja einfach nicht an. Alter, bitte mach weiter. Bitte mach weiter. Ja, auf der Bank habe ich übrigens, wie ihr hier gerade sehen könnt, Edison Cavani. So, jetzt Bank angestellte. Aber egal, let's go. Ja, macht das super. Gleich mal die Jahreingabe auf Lukas. Fernandinho auf Costa. Ah, kommt das zu spät für Fernandinho. Flem. Raus zum Mitchell. Raus für Flem. Lukas? Oh, ein paar Damage. Lukas? Fernandinho? Oh, Marcello, komm. Ja, Marcello. Marcello, 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 Marcello. Oh. Riesenchance von Marcello. Linke verteilt wieder vorne. Barcelona. Naja, Real. Sorry. Sorry, liebe Real-Fans. Komm, Lukas. Nein, Lukas. Lukas bin ich nämlich gar nicht zufrieden. So. Wohin ist denn wird er natürlich hinten in den Abwehr, das wird jetzt klar. Wollte er zu Sturridge lang spielen. Wenn ich ihn nicht kaputt pese. Hier wird natürlich geklappt! Und Adler! Es gibt halt keinen brasilianischen guten Torwart. Deswegen habe ich Adler. Und Foxspiel an. Von Ratten Benafer. Wirklich richtig gut, Benafer. Französische Mannschaft. Au! Oh, das ist ein Spiel. Wenn man einen rechten Spieler braucht. Das ist ein rechten Mittelfeldspieler oder Flügelspieler, dann empfehle ich euch den. Ja, aber Lukas. Nein, Lukas, lass doch den Ball nicht vorspringen. Junge. Bitte. Schön, dass du spielst,
schön durch die Lücke. Nein, dann war das letzte Zuspiel von Bernhard schlecht. So schön. Ja, wunderbares Zuspiel für Willem! Aber der Ball kommt nicht aufs Tor. Riesenchance. Nein, sein scheiß Deutsch. Ein Deutsch ist noch ein Kopfballstab. Das ist das Schlimmste. Ist der Kopfballstab wie Benteke weg damit. Das ist eine gute Alternative zu Spielern wie Reguni oder Aguero oder Nepedo. Die ziemlich teuer sind. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein. Nein, du solltest den doch raus! Was macht der denn, der dämliche Adler? Der sollte den schön rausspielen zu Daniel Alves. Also wenn das nicht gerade auf dem schönen Sinn hat, der ist. Also eine typische EA-Aktion, ey. Typisch EA. Gott sei Dank, wie toll der Balance aussieht. Ja, wahrscheinlich noch der Karte. Er ist auf der Linie. Ah! Ich komme hier nicht zum Ball raus. Das gefällt mir gar nicht. Jetzt muss Dante raus. Aber... Wieso denn? Na klar! Vor allem mit so einem Schuss kommen die Gegner bei mir durch. Und wenn ich das mache, hält der scheiß Torwart den locker. Na klar, was genau in dem Winkel der Schuss für Tor hier. Wir kommen halt einfach nicht vor dem scheiß Kasten. Und mit seinem scheiß Deutsch kommen wir durchpacen. Und gibt's in dem Spiel nicht als Verbau. Jetzt kommt endlich mal durch und der Pass von Bernhard kommt nie an. Wir kommen hier einfach nicht zum Kombinieren. Das und dann, wenn die Spieler den Ball annehmen, dann springt der 3 Meter in die Luft. Das kotzt mich in dem Spiel besonders an, dass die Bälle so oft wegspringen. Die nehmen den nur ganz kurz an und der BAM! Voll in den Blut. Pass doch mal weg. Ja, klar. Dann passe ich den Ball mal weg und dann wird er raus so ein cooler Ball. Ja, klar. 300 Meter Pass und er kommt perfekt zu Welbeck an. Lame. Ja, pff, ich krieg halt einfach keinen Spieler in so einer Sekunde. Das ist immer so in so einer Sekunde, dass du in dieser Sekunde nie keinen Spieler bekommst in der scheiß Torwart. Wenn der Spieler da vorm Torwart steht. Ey, vor allem, der macht mit harten 300 Meter Pass und der kommt genau zu Welbeck an. Ist klar. Ey, sowas behindert das einfach nur. Ist klar, ey, dass es im RL jedes Mal ankommt, so ein Scheiß-Zuspiel. Zu mich verarschen. Dass die Spieler nicht selber reagieren. Oh, du musst dich mal abblocken. Nee. Musst du alles selber machen. Und ich komme bei dem Bastard einfach nicht durch. Weil Bernhard den letzten Pass nicht hinkriegt und es gibt einfach keinen vernünftigen offensiven Mittelfeldspieler in dieser scheißen Liga. Ja, weiter will ich nicht sehen. Heute muss ich wenigstens nur die Katze so spielen. Ja! Bitte nicht abschießen lassen!
Mir aus könnte den Klassenerhalt schaffen, aber nicht abschließen. Oh, Nasri, ist klar, dass der so... Vor allem mein Bernhard hat den Ball und das macht der. Komm trotzdem. Ja, ey, hallo! Willst du mich eigentlich verarschen, ey? Schon wieder so ein Pass, der ankommt. Nimm die Gegner den Ball immer perfekt mit. Wisst ihr, wenn ich so einen Pass spiele, dann springt der Ball in die Luft. Und mein Spieler braucht erstmal 10 Jahre, bis er den scheiß Ball mal mitnehmen kann. Ey. Ich bin zu Tode ragen, ey. Blanke. Was ist das denn? Wieso bekomme ich den Scheiß Costa denn nicht? Und Ball, endlich mal Ball spielen. Ja, klar, ey. 5 Jahre Sekunden schneller oder was, ey. Ja, warum denn? Ich spiele doch den langen Ball. Ihr entscheidet immer selber, wo ich die Pässe spielen soll. Kopfball, danke. Dahin. Springt der Ball weg. Ballkontrolle in dem Spiel ist einfach nur von Arsch. Natürlich, den Ball kriegt er noch auf der Linie. Warum macht Dante jetzt schon wieder den Einwurf? Ich will das gar nicht. Warum spielt er denn so rum? Ey, versucht den Ball zu kontrollieren. Und dann springt er einfach nur durch die Linie. Ja, klasse. Er rennt einfach vor dem Gegner wieder weg. Na klar, ey, er kriegt den Pass perfekt hin. Scheiß hat er noch ran da an den Ball. Jetzt sieht er Zeit raus. Diese Pässe in dem Spiel sind so lahm. Verdammt lahmer. Dass die so lange brauchen, über das ganze Feld zu kommen. Ich ziehe den Ball mit voller Wucht nach vorne und trotzdem nur der Ball so lahmarsch wie sonst irgendwas. Ich kann einfach nicht an den Ball. Natürlich, jetzt springt Luise noch unter dem Ball durch. Er kriegt den Ball wieder perfekt auf den Schuh geliefert. Perfekt. Kopfball. Oh, warum? Ich verliere hier in diesem Spiel jeden Kopfball. Das ist das Schlimme. In der dritten Liga habe ich jeden Kopfball gewonnen. In der zweiten Liga habe ich bisher nicht ein einziges Kopfball gewonnen. Na, zieh doch mal, Lukas. Oh, wieder so ein lahmarschiger Pass, vor allen Dingen im kurz vor dem Strafraum. Warum? Wieso kann der da so perfekt stehen? Meine Verteidiger gehen nicht mal mit nach hinten. Ich frage mich auch, warum es in diesen Spielen ZDMs gibt. Die spielen gar nicht defensiv. Die rennen nur nach vorne. Ja, wie zum Beispiel Gustavo, anstatt da mal dafür sich zeigt. Sag mal, den Weg abläuft. Ja, klar! Ja, klar! Ich vereine Welbeck gegen Dani Alves! Ist klar, dass der Welbeck da durchkommt. Ist so logisch! Ist so verdammt logisch! Ey, so ein Lappen! Kommt da locker gegen mich durch. Und jedes Mal ins Ball verhüpfen und nimmt den Kackball an und er lässt den Ball erstmal nach vorne springen. Anstatt er den Ball mit Fuß stoppt.
Nein, die denken nicht nach, die Spieler. Die versuchen irgendwann nur was Doofes zu machen. Hier, ich block den Ball ab und der Ball landet wieder beim Gegner. Ich spiele den Ball nach vorne und dann wird der Ball langsam, obwohl ich die Taste mit voller Wucht durchdrücke. Die Anzeige ist voll aufgefüllt. Und dass die Spieler nicht raffen, dass der Gegner da mal wegrennt. Nein. Klasse, wie der Ball einfach zum Gegner immer teleportiert wird. Versucht den Ball wegzublocken und der Ball immer schön zum Gegner teleportiert. Und dann stehen die Schiedsrichter mir immer im Weg. Mir stehen sie immer im Weg. Ich habe noch nie erlebt, dass dem Gegner... Ja, Klasse, jetzt kriegt der auch noch einen Einwurf, warum auch immer. Und die Spieler, die stehen einfach mal da. Ja, warum soll ich nach vorne rennen? Wir sind ja sowieso nur zu zweit. Ich hätte das Spiel hier drehen können, aber meine Spieler bewegen sich einfach nicht. Die stehen einfach nur auf dem Kackstreifen rum. Pass doch mal da durch. Bernhards erstes vernünftiges Zuspiel. Ja, jetzt kriege ich niemand in die Ecke, weil der den Ball perfekt da mitnimmt. Sein verkackter Spieler kriegt den Ball perfekt auf den Fuß. Und dann schießt er daneben. Ey, ich schieß doch auf das Tor, nicht neben das Tor. Krieg endlich mal eine Ecke. Ja, klar. Jetzt kriegt er wieder so einen scheiß perfekten Konter. Willst du eigentlich verarschen hier? Ich will den Ball weghauen. Und der scheiß Gegner bekommt den Ball wieder perfekt auf den Fuß geliefert. Das tat sich in dem Spiel, dass die Gegner immer den Ball von mir perfekt auf den Fuß geliefert kriegen. Fickt euch doch, ihr ey. Ihr scheiß Arschlöcher. Echt sowas Behindertes, weil er hat wieder Chancen und trifft und ich, wenn ich Chancen habe, treffe ich die scheiß Bude nicht. Ja, leck mich doch, Arschlochspiel. Echt sowas Behindertes. So verarsche, ich spiele nach vorne und der bei dem stehen die ganzen Verteidiger da hinten und chillen und meine rennen jedes Mal nach vorne, obwohl ich angesetzt habe, dass die hinten bleiben und die scheiß Defensive sichern. Nein, die rennen bei mir immer nach vorne. Immer schön nach vorne rennen und immer schön den scheiß Torwart in Ruhe erlassen und zwar alleine. Es kotzt an. Ist mir egal, ob ich hier kaputt rieche, kotzen. Verfickte Arschlöcher, scheiß Arschlöcher. Nächstes Mal. Ja!